Ich nehme die Bierdeckelchen. Warum bist du nicht so klein und dünn, wie ich dachte? Pulli, was an dir findest du sexy? Findest du heimlich Germany's Next Topmodel scheiße? Hure Scheiß, so geht es durch. Achso, das kommt so, ja. Ich bin recht groß, bin 2,7 Meter und wiege 105 Kilo. Wie sollte dein Nachruf lauten? Netter Kontakt, gerne wieder. Du bist auch so ein weicher Typ, finde ich. Halt mal die Fresse, Mann. Machst du heute noch Sportwagen, Wiegen, Diäten und sowas? Sportwagen? Machst du heute noch? Würdest du sagen, du bist ein bisschen der eitelste Kommentator? Du meinst der Beste? Diese Ritze, das ist ja so eine Bauchritze. Mhm. Ich habe sie so noch nicht betitelt, aber wenn du sie so nennen magst. Also ich habe die auch, aber bei mir ist die quer. Also auf dem Oktober ja. Bulli! Ja. Hi, hi. Na? Ist ja gut. Kennt ihr euch? Nee. Ja. Hast du einen Tinnitus? Was? Hast du eigentlich Geschwister? Das weiß man nicht, oder? Das weiß man gar nicht so genau. Wir haben beide schon mal gekifft und es für blöd gefunden. Ja. Blöd. Dann dachte ich, wenn es das ist, wovon... Aber das habe ich beim ersten Sex auch gedacht. Wenn es das ist, wovon... Ja. Alle. Hast du gute Verbindungen zur Mafia? Was war das tiefste Fettnäpfchen, in das du je getreten bist? Ich sitze im Zug nach München, im Bordrestaurant, denk mir... Ich muss kacken. Wann rastest du so richtig aus? Alle 23 Sekunden. Ich bin verriegel die Tür, setz mich hin. Alle 12 Sekunden ging die auf. Ich hab's gestoppt. Wirklich. Bei was hast du mal beschissen? Beschissen? Ich habe auch was anderes verstanden. Noch unnötiger als Marcel Reif ist nur der Pimmel vom Papst. Ist doch nicht mehr Fanpost oder mehr Drohbriefe? Ach, das ist 50-50. Ja? Ich habe zwei linke Hände. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ja, ich bin Linkshänder. Theo, wir fahren nach Lodz. Wach auf, du altes Murmeltier, bevor ich dir den Sack rasiere. Nee. Für welche Rolle wäre Ina deine ideale Besetzung? Sissi. Und dann habe ich einen Panic-Button. Dann drückst du drauf und innerhalb von 6 Sekunden kommt die Polizei. Hast du es mal probiert? Nein, 6 Minuten zur Entschuldigung. 6 Sekunden? 6 Minuten. Der wäre ja direkt aus deinem Bett gekommen, dann würde ich sagen. Ja. Lieber gegen Markus Lanz boxen oder mit ihm schlafen? Das ist eine schöne Frage. Ich habe ihn wie ein Arschloch behandelt. Hattest du mal in einem unpassenden Moment einen Lachkrampf? Ja. Bei meiner Hochzeit. Du Einzelkind? Ja. Würdest du bei Astro TV moderieren? Das ist geil. Könntest du dir vorstellen, irgendwann 90 zu sein und eine 40-jährige Freundin zu haben? Ja, sehr, sehr gut. Es gab in den USA mal einer, der hat diese AGBs bei der Bank verändert, hat den gleichen Schriftsatz genommen, kopiert und hat gesagt, ich krieg lebenslang immer 1000 Euro jeden Monat auf mein Konto, ihr könnt mir nicht kündigen. Hat wieder unterschrieben, zurückgeschickt, akzeptiert. Weil sie es natürlich auch nicht gelesen haben. Das heißt, warum hat er 1000 genommen? Ja, vielleicht hat er auch 100.000, ich weiß es nicht.